Mein Name, der ist Uwe. Ich komm aus der Grube. Hier! Yeah. Moin, 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 moin. Moin, 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 moin. Moin Mädels, moin Jungs, hallo, hallo. Mein Name ist Uwe. Manche Leute kennen mich vielleicht, vor ein paar Jahren war ich mal hier zu Gast. Ich bin heute euer Busfahrer. Der Kalle Kuschinski, er hat Urlaub. Er hat einfach Urlaub gemacht, weiß ich mal. Und deswegen bin ich jetzt hier. Liebe Katzen, übrigens. Hier, guck, eine Kitty sagt immer Hello. Hello Kitty, hello. Das ist ja witzig, ne? Heute bin ich einfach hier. Er hat gesagt, fahr mal eine Runde Bus, dann fahren wir. Ist doch gar kein Thema für mich. Da müssen wir mal ein bisschen drüber nachdenken, was der hier gemacht hat. 193,13 €. Das ist ja gar nicht viel. Da gibt es nämlich ein bisschen Geld zu verdienen. Wir brauchen ja Geld, hat er gesagt. Er hat mich angerufen, er hat gesagt, Kalle, Uwe, du musst Geld verdienen. Für mich. Eine neue Strecke. Maximal 9 Haltestellen, Hauptbahnhof, Agricultural Zone und Industrial Zone. Wir müssen mal endlich an den Hafen fahren. Wir waren noch nie am Hafen. Das müssen wir heute mal erledigen. 5 Haltestellen. Ich glaube, das ist genug. Es ist ja auch nur eine kleine Urlaubsfolge mit mir, dem Katzenfreund Uwe. Ich habe Uwe gesagt, wie ich heiße, ne? Lasst gerne ein Like, ein Abo da, ne? Der Kalle Kuschinski, er will ja noch diesen Bus-Simulator-Song machen. Ich glaube, er wird astrein, wirklich. Astrein. Astrein, Digga. Sagt immer Digga. Und Allah. So, okay, ich würde losfahren. Ich würde einfach jetzt losfahren. Wie hässlich sind seine Busse? Die sind ja alle übelst hässlich. Ich würde die mal ein bisschen aufmotzen. Warte mal, gib mir mal die Garage. Ich habe gehört, er fährt am liebsten mit dem Urban Way. Dann bearbeiten wir den mal ein bisschen mit Skins, ne? Skins sind super wichtig, ihr seht das ja. Ich habe hier auch einen guten Skin. Das ist eine Fliege, die eine Katze drauf hat. Ihr wisst Bescheid. So, gibt es einen Katzenbus? Das sieht ein bisschen nach Katze aus. Dekal-Motiv. Wo sind die Katzen? Es gibt keine. Dann machen wir ein Liebesherz. Wir machen rot. Ja, das sieht gut aus. Das ist ein wilder Bus. Ein wilder Katzenbus. Miau, miau. Nummernschild. Mounts I. Also die Einsen sind Is. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist super. Ich glaube, der wird sich freuen. Dann würde ich sagen, hier, gehen rein in die Fahrt. Eine Haltestelle auf deiner Strecke wird gewartet. Deine Strecke hat sich deswegen geändert. Ey. Veränderung gehört zum Leben dazu. Schreibt euch das mal hinter die Ohren. Hä? Falscher Bus. Raus. Wie geht das hier? Licht anmachen, glaube ich. Passagierabteilung. Dann einmal I. Okay. Boah. Hä? Wir sind gegen ein Tor gefahren. Hä? Wir sind doch gar keine Fußballer. Boah, ist das aufregend, ne? Wir sitzen hier in diesem Bus. Voll cool. Boah, sind das viele. Hi, moin. Hallo. Hey. Ja, wie macht man das? Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Ja, ja. Hans und Katharina. Oder wie heißt sie noch? Katrin. Katalina, Christina. Hans und Christina sind Geschwister und die machen immer Liebe zusammen. Voll eklig ein bisschen, aber ich meine, am Ende... Danke. Komm halt, Kind. Eine Fahrkarte. Hallo, lass mich doch mal erzählen über Winter der Leidenschaft. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, warte doch. Mann, ich will doch nur über Winter der Leidenschaft sagen, dass die Kinder machen, obwohl die Geschwister sind. So, Freunde, ich bin der Uwe. Uwe ist mein Name. Es wäre cool, wenn ihr ein bisschen leise seid oder so. Euer Maul haltet bitte einfach. Ich bin... Mach das Handy weg. Hey, mach das Handy weg. Hey! Dankeschön. Ja, ich werde euch jetzt da hinfahren, wo ihr hin müsst. Auf Bahnhof, ne? Und da werde ich mit dem Zug zu Kalle fahren, in den Urlaub ihn besuchen, okay? Also bitte haltet eure Schnauze. Danke. Na klar. Super. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Was? Mauzi. Boah, Mauzi! Genau wie das Nummernschild vorne. Guck hier vorne das Nummernschild. Mach die Tür auf. Mach schnell auf. Hier, Mauzi. Alter, den Bus, der kenne ich doch. Der gehört auch Kuschinski. Hier ist die Fahrkarte. Ja? Und hier ist ein Foto meiner Katze. Hä? Das ist Mauzi. Was? Ey, du hast die gleiche Fahrkarte wie er, die gleiche Katze wie er da hinten, oder was? Und der Bus heißt auch so. Wie geht das? Ihr seid auch, Inzest? Ihhh, ekelhaft. Hier ist die Fahrkarte und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mauzi. Hä? Was seid ihr für ein Rudel? Ihr macht hier die ganze Zeit nur Bumsi-Bumsi, oder was? Ihr seid ein bisschen auf Drogen, aber das ist in Ordnung. Okay, fahren wir weiter, Ich hab so Lust. Nice. Cool, nice. Ey, was geht? Er hat mich so gegrüßt mit Lampe. Ey, diese Busmenschen, ne? Die sind ein bisschen ein Otto geworden. Hoffentlich ist meine Schokoladenseite drauf. Ich hab Respekt vor denen, wirklich. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Oh, das war so eine klose Geschichte. Halt doch bitte den Bus an. Oh mein Gott. Tschüss, hau. Ciao. Tschüss, hau. Ciao. Tschüss, bis bald. Ruf mich an. Ey, ruf mich an. Heute ist Tag der Katze. Ey, wir feiern einfach alle Mountie so, ne? Schreibt mal den Namen eurer Katze in die Kommentare, wirklich. Er hat einen Murinkäfer auf seinem Knie. Was ein Otto. Ey, Freunde.
Ihr müsst ein bisschen aufpassen, es ist super voll hier drin. Deswegen würde ich jetzt noch einmal die Karten kontrollieren. Bitte seid mir nicht sauer, wenn ich die nochmal sehen will, ja? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ich hab doch gerade gefragt. Klar. Hier. Sie haben meine. Hier. 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 Wo hab ich denn? Ich hab ihn. Hier. Sie haben mein. Ich hab ihn mein. Was? Augenblick. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Ey, ihr seid so cool. Ihr teilt euch alle eine. Eine Katze, alle für alle oder so, ne? So, wir müssen uns ein bisschen beeilen, habe ich gehört. Deswegen würde ich hier... Ich habe... Menschen... Ich glaube, der wird so sauer sein. Wir haben einen umgefahren. Wir haben einen umgefahren. Oh nein! Aber das ist nicht so schlimm, oder? Mein Akku ist schon wieder leer. Boah, kannst du kein... Alter, was denn jetzt? Wieso ist denn immer was im Weg? Ich glaube, wir wurden übel zurückgesetzt gerade, weil wir richtig einen reingesteppert bekommen haben. Der Chef wird mich, der wird sauer sein, glaube ich einfach. Ich glaube das einfach, Mann, ich habe Angst. Hey, mein Job, der ist gerade erst neu. Ich war beim Arbeitsamt und die haben gesagt, hey, fahr mal bei dem Kuschinski-Bus, der hat gar keine Lust mehr. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Ich liebe Katzen, guck mal hier, ich habe eine Katzenjacke. Scheiße. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, glaube ich. Okay, wir müssen hier schnell rein. Ich muss mich beeilen. Wir haben schon Zeit verloren. Komm zu spät zum Bus. Ach nee, warte, ich bin der Bus. Oh nein, wir haben einen mitgenommen. Boah, das wird eine teure Fahrt, wirklich. Aber das Gute ist, das Gute daran ist das Gute darin. Jedes Mal, wenn ich im Bus fahre, dann habe ich jeden Tag super viel Spaß. Ja, Ehre in den Arsch. Ey, das hab ich auch gesagt, ey. Einfach so, Ehre in den Arsch. Hey, das fühlt sich so gut an, wirklich. Also nicht, wenn man hinten... Naja, ihr wisst schon. Könnt ihr bitte ganz viele Fahrkarten kaufen? Ich habe heute jemanden umgebracht. Das wäre super wichtig. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Und weißt du, die haben eine... Die haben... Katrin. Katrin ist auch am Start, ne? Und bei der müsst ihr aufpassen, bei Katrin. Die ist eine ganz falsche Schlange, wirklich. Das kommt in der 5387. Folge. Position ist ein bisschen schäbig. Aber hey, dafür haben wir viele Fahrgäste gehabt heute. Wie viele hier rein passen und raus. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, ja, ja. Standard. Standard. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Das ist Musik in meinen Ohren, wirklich. Okay, die nächste Haltestelle ist, glaube ich, schon die letzte. Ja, also, das ist wirklich mein großer Traumberuf, ne? Busfahren. Man tut was für die Menschen. Das ist doch wichtig. Fahr bitte schneller. Bitte fahr schneller. Fahr. Fahr bitte. Komm. Bitte fahr. Hey, bitte fahr schneller. Hey. Okay, pass auf. Folgendes. Ich bin wirklich ein Zauberer. Hey, ich bin dagegen gefahren. Was ist denn nun kaputt? Hallo? Hey? Hey, bist du doof? So, jetzt komme ich hier weg. Das ist wichtig und richtig. Doch mal den Blinker aus. Hä? Warum kostet das so viel Geld, immer mit dem Bus zu fahren? Das ist doch irrational. Boah, wir müssen wieder durch den Kreiselverkehr. Vorausschauend fahren. Das schaffen wir noch. Der hat schon wieder den Arsch im Sack. Okay. Fahr. Ey, die sind so dumm, die blinken immer, ne? Hä, man muss nicht blinken, wenn man in den Kreisverkehr fährt. Solche Opfer, wirklich. Ey, wir sind gleich da. Das bedeutet, ich habe meine Vertretung gut erledigt. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Ja, Mann. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Hä, ist er doch schon. Ist er doch schon. Hey, pass mal auf, Hans ist schon zurückgekehrt. Hans ist schon zurückgekehrt und Christina ist seine Schwester. Und die machen wirklich Schakalaka jeden Abend. Da, bis sich die bis sich der Balkan biegt. Ich weiß auch nicht, wie man das richtig sagt. Bahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. So, tschüss. Warum, wo soll ich noch hinfahren? Zum Depot. Da fahren wir nicht hin. Macht's gut, ne, Freunde? Ey, es hat mir so viel Spaß gemacht. Kilo. Ich hab irgendwas gut gemacht. Aber nicht so viel. Minus 20.500. Aber das geht ja noch. Egal. Ey, da muss sich dann der Kuschinski mit auseinandersetzen. Der kann sich bestimmt noch welche hier dazu holen. Wir können ihm noch eine Überraschung machen. Ah, wir haben kein Geld verdient. Deswegen, wir müssen Mi Plus machen, ne? Wir können ihnen noch einen Menschen kaufen. Angestellte Anna Plankensteiner. Berühmter Feinschmecker, leitet Ketten-E-Mails immer weiter, erfindet gerne wissenschaftliche Studien, um eine Diskussion zu gewinnen. Aha, aha. Oh, hier, Stefan Doyle. Den haben die doch eh vermisst. Stefan war doch sehr lange krank. Den stellen wir ein. Eingestellt. So, dann brauchen wir noch einen neuen Bus. Dann kaufen wir den. Dann kaufen wir noch einen Setra. Komm, cool. Wir sind im Minus. Ich denke, das wird Kuschinski freuen. Jo, mein Name ist Uwe. Und ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht mal wieder. Lasst Kommentare und Likes da. Tschüss, ne? Abonniert. Abonniert. Ey, abonniert jetzt. Tschüss. Tschüss.